Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, den wichtigsten Teil der Predigt müssen Sie heute selber machen. Er besteht in einer kleinen Hausaufgabe. Sie sollten sich einmal fragen, und jeder von uns sollte sich fragen, womit beschäftige ich mich eigentlich am meisten? Was nimmt mein Denken in Anspruch? Was bindet meine Kräfte? Was sucht meine Aufmerksamkeit und findet sie dann auch? Sie sollten das in den nächsten Tagen einmal beobachten. Das kann sehr hilfreich sein. Ist es, dass wir uns Sorgen machen, von denen wir aufgezehrt werden? Wie wird das alles mit den Kindern oder wie geht das weiter mit der Familie oder im Beruf? Ist es, dass wir uns Gedanken machen über unsere Vergnügungen? Ist das Internet eine große Versuchung, hier hin und dorthin zu springen? Und dann, auch wenn das offenbar nach den Untersuchungen mehr ein Problem für die Männer ist, dass sie dann oft im Internet bei der Pornografie hängen bleiben. Ein Klick, dann ist es da, ist doch ganz bequem, ganz einfach. Und wie schwer ist es dann, davon wieder wegzukommen? Was greift nach meiner Aufmerksamkeit? Was bindet meine Kräfte? Ist es die Sorge ums Geld? Ist es ja irgendwie nie genug, wir wissen das ja. Es ist nie genug. Es kann immer noch mehr sein. Und wie kriege ich mehr? Wo ist noch der letzte Kniff, wo ich aus diesem ganzen Ding noch was rausdrücken kann? Warum diese Hausaufgabe, liebe Schwestern und Brüder? Warum ausgerechnet jetzt mitten in der Pfingstnovene, in diesen 9 Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, da wir besonders um das Wirken, um das Kommen des Gottesgeistes bitten? Es hängt mit dem zusammen, was Jesus uns heute sagt. Die Worte, die Jesus heute spricht, das sind wirklich tiefe Worte und man braucht sehr viel Zeit und vielleicht ein ganzes Leben, um sie auszuloten, aber ich möchte einen Punkt herausgreifen. Hinter einem Satz Jesu steckt eine sehr alte Überzeugung, die wir schon in alten Philosophien finden, etwa bei Plato. Diese Überzeugung heißt: Womit ich mich beschäftige, das prägt mich. Das wird zu meinem Leben. Positiv gesprochen, etwa Plato sagt, je mehr Wahrheit ich in mich aufnehme, das ist ein Weg, unsterblich zu werden, weil die Wahrheit bleibt. Je mehr ich also aufnehme, werde ich innerlich aufgebaut, gebildet von dieser Wahrheit. Und das bleibt. Das gilt aber auch negativ. Je mehr Obsessionen ich habe, die nach mir greifen, die mich prägen, von denen ich merke, verflixt, ich komme, wenn man schon merkt, dass man zumindest Obsessionen hat, ist schon ein erster wichtiger Schritt. Viele Menschen merken es gar nicht. Sie denken, das ist mein Leben. Geld oder Lust oder Luxus. Und so ist es dann auch. Das hört irgendwann auf. Das Entscheidende ist, uns mit dem zu befassen, was wirklich Leben ist. Und Jesus sagt es uns heute. Das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Nun werden Sie vielleicht sagen, naja, also, was will er denn? Ich sitze ja in der Kirche hier. Ich weiß, wer der einzig wahre Gott ist. Und was will er denn jetzt noch mehr? Ich bin wenigstens hier. Ich weiß es auch hier oben drin. Das ist aber zu kurz gedacht, liebe Schwestern und Brüder. Erkennen ist nicht etwas für den Verstand oder nicht allein für den Verstand. Wir kennen das von dem Wort, das Maria spricht, als der Engel zu ihr kommt. Wie soll das geschehen? Wie soll ich denn ein Kind bekommen? Ich erkenne keinen Mann.
Das heißt, ich habe keinen Umgang mit einem Mann. Das ist der biblische Sinn von Erkennen. Das heißt, tiefe Gemeinschaft haben. Den einzig wahren Gott zu erkennen, ist nicht etwas für hinter der Stirn, sondern ist etwas, das mein Leben prägen muss, mit dem ich mich befassen muss. Deshalb, und ich weiß, dass das anspruchsvoll ist, und ich weiß, dass man mit diesem Anspruch auch den Leuten auf den Wecker gehen kann. Aber vielleicht sehen wir es einfach mal von der anderen Seite. Denn ewiges Leben ist nicht etwas, das nach dem Tod kommt. Sonst könnte Jesus so nicht sprechen. Es gibt nicht hier einen Schnitt und dann kommt sowas, was wir ewiges Leben nennen, wenn man Glück hat. Aber es geht weder um Glück noch um Schnitt. Der Evangelist Johannes verwendet, was wir im Deutschen so nicht können, zwei unterschiedliche Worte hier. Das biologische Leben, das mit dem Tod irgendwann zu Ende ist, dafür benutzt er dieses Wort, das uns eben aus diesem Fremdwort vertraut ist, Bios. Aber von dem Leben, das wahre Leben, das, wenn man daran teilhat, das einem niemand wegnehmen kann, auch der Tod nicht, heißt Zoe. Davon spricht Jesus, dass wir jetzt schon teilhaben können an diesem Leben, das keine Macht des Todes, kein Elend, kein Unglück zerstören kann. Vielleicht verstehen wir, wenn wir in die Gesichter schauen, so sehr sie jetzt in diesen Stunden von Trauer gezeichnet sind, etwa die koptischen Frauen in Ägypten, die am Freitag bei diesem grauenvollen Anschlag ihre Kinder verloren haben, die auf dem Weg zu einem Kloster waren, einfach hingeschlachtet, ermordet von irgendwelchen Terroristen. Weshalb können solche Menschen weiterleben? Und manche von ihnen haben vielleicht Ähnliches erlebt. Vielleicht nicht durch Terror, durch andere Schicksalsschläge. Weshalb können Christen trotzdem weiterleben? Weshalb können sie irgendwann wieder lachen? Weil wir verbunden sind mit einem Leben, das uns keine Macht der Erde rauben kann. Selbst der Tod kann uns letztlich nichts anhaben, weil es nicht um Bios geht, nicht um das biologische Ablaufdatum, sondern um dieses ewige Leben, von dem Jesus heute spricht. Das ist das ewige Leben, dich, den wahren Gott, zu erkennen, sich auf Gott wirklich einzulassen. Und ich bleibe nochmal bei auf den Wecker gehen. Auf Gott sich einzulassen ist nicht genug, wenn wir morgens hier am Sonntag eine Stunde sitzen oder stehen oder knien. Das muss unser Leben prägen und je mehr es uns prägt, desto mehr haben wir Anteil an diesem ewigen Leben. Das Wort Jesu zu hören, Gott in jede Situation des Lebens einzulassen und, wovon wir am Anfang sprachen, Gott gerade einzulassen in die Schmuddelecken unseres Lebens. Das ist sehr wichtig. Da sind wir manchmal wie die Kinder, die, wenn sie was Verbotenes tun, die Heiligenbilder an der Wand umdrehen. Frühere Generationen, ich gestehe. So, in der Eifel hat man das gemacht. Da hat man schnell die Mutter Gottes zur Wand getreten und hat gesagt, jetzt gehe ich an die Schublade, wo die Schokolade liegt und ich darf die eigentlich nicht rausnehmen. Und dann dreht man die Mutter Gottes an die Seite. Das ist irgendwie sehr kindlich, sehr nett. Aber wir bleiben als Erwachsene manchmal auch so. Wir lassen Gott nicht in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Was hat Gott mit den Aktienpaketen zu tun? Das ist ein großes Problem für viele Einzelne, für unsere Gesellschaft, aber auch für die Kirche. Womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Und was prägt uns dann? Und sollen wir uns wundern, dass die Kirche hierzulande so ist, wie sie ist? Womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Wenn es Christus wäre, um den allein es geht, würde unser Leben, würde das kirchliche Leben und würde unsere Gesellschaft anders aussehen. Dieses Wort, das Jesus heute im Evangelium zu uns spricht, liebe Schwestern und Brüder, ist eine große Einladung. Aber nicht die Einladung, jetzt wieder auf das Große zu schauen, sondern auf uns selber zu schauen. Die Einladung,
diese kleine geistliche Hausaufgabe zu machen, jetzt in der Pfingstnovene, um Gottes Geist zu bitten, wie wir das in der ersten Lesung hörten, mit den Aposteln und mit Maria, mit ihnen verbunden und von ihnen unterstützt, um das Wirken des Gottesgeistes zu bitten, dass er kommt in mein Leben, auch in die Schmuddelecken meines Lebens und alles mit Licht durchflutet und mit seiner Kraft durchdrängt, dass wir immer mehr Verbindung bekommen zu dem, der das wahre Leben ist, Jesus Christus.